Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Irenes Bastelzimmer. Ich bin Irene Wendland, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und ja, wenn du deinen Jahreskatalog, dein Exemplar jetzt bereits von mir erhalten hast und deine Wunschliste unglaublich lang geworden ist, dann habe ich einen ganz tollen Tipp für dich. Im Mai wird das Starter-Set bei Stampin'Up erweitert. Das heißt, du bekommst Ware im Wert von 207 Euro und zahlst nur 129 dafür. Und ich habe hier mal exemplarisch ein paar Sachen aufgebaut, was zum Beispiel in einem Starter-Set drin sein könnte. Ich habe mir das Stempelset Stiefmütterchen rausgesucht mit dem passenden Designerpapier, mit den passenden Stanzformen. Und dann brauchen wir natürlich auch Acrylblöcke, um zu stempeln. Und Stempel, das müssen wir mit Stempelkissen machen. Und ich habe hier die aktuellen In-Color, die brandneuen In-Color aufgebaut. Dazu gehöre ich Designerpapier und auch den passenden Farbkarton. Und um Stempelmotive abzustempeln, brauchen wir natürlich auch den grundweißen Karton. Und ich finde, ein Stanzer, der passt auch in jeden Bastelhaushalt. Also das kann ich wirklich empfehlen. Und wenn du dir jetzt dein persönliches Starter-Set auch so zusammenstellen möchtest, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Komm ins Team Bastelzimmer, werde bei mir Stampin'Up-Demonstratorin. Ich freue mich auf dich.